Vergeltung. Schau, Amicia. Ich komme. Ganz schön brutal, ne? Wow. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Hallo, Jörg. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Das ist aber schön gemacht. Und da klebt er an der Hand. Alles klar. Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Ja, wir gucken uns aber erst um. Wir brauchen neue Steine, damit wir noch mehr Leute umbringen können. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Schwefel. Das ist, glaube ich, ein Handwerksmaterial für uns. Alkohol. Da kannst du doch direkt mal einen Schluck nehmen, oder? Und das hat sie sich verdient. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Diese aus einfachen Materialien gefertigte Kette werden zum Beten verwendet. Ihre weitere Verbreitung zeugt von der außerordentlich großen Rolle, die Religion immer innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seele all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel, Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Okay. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Gut, dann haben wir alles gesehen. Und können hier rausgehen. Waren wir da in der Ecke? Moment. Okay. Kletter hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht. Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Können wir gerne tun, wenn der gute Mann nicht weglaufen würde. Ist das der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Ui, schön Stoff. Liegt doch genug Stoff. Den Geruch kenne ich. Heilkräuter.
Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Vielleicht sollten wir uns auch mal baden. Okay. Ich glaube, hier sind wir soweit auch durch. Blumen, die sind wunderschön. Oh, wow. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Ayoko. Sie freut sich genauso wie ich. So, hey, danke für dieses wunderschöne Bild, das du gemalt hast, auf dem man nichts erkennt. Dankeschön. Okay, da kommen wir nicht rein, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Hallo, alter Mann. Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Ich... Laurentius... Nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang... Durch die Krypta der drei Heiligen... Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Können wir da kurz dann gucken? Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Okay, ich will aber die Ecke noch kurz hier. Einen Moment. Vielleicht liegt hier noch wertvolles Material rum. Was wir aus diesem Klosterkirchengebäude einfach entwenden können. Nein, okay. Übrigens sehr cool gemacht, wie diese Fackel so ein bisschen Ruß und so verliert. Und so funken. Ein nettes Detail. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig.
wartet hier. Bruder Morell! Bruder! Stimmt was nicht? Pater! Folge dem Priester. Achso, okay, jetzt haben wir. Ja. Ich bleib in meiner Nähe. Sie haben ihn gefressen, Amicia. Sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Ja, es ist schon. Das ging schnell. Gott, steh uns bei. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Ich würde ja fast nochmal. Ach, komm schon, scheiß auf die Ecke. Sieht aber so aus, als müssen wir hier hin, oder? Müssen wir nicht? Es sind zu viele, sie sind überall! Okay, wir müssen da runter. Das ist der andere. Mönch, der andere Bruder. Da waren sie aber schlampig, ne? Haben sie aber nicht alles gegessen. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Ja, wir dann finden eine Lösung. Du die Fackel an? Wow, okay. Dann nicht. Okay. Das Holz verbrennt schnell. Ja. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich. Seht mit euch! Holz! Kann nicht schneller, wie du da jetzt. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Das sucht sie also heim. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen, das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Mhm. Komm, ich helfe dir. Ja. Okay. Steinchen. Ah ja. Sie haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Wir haben aber echt ganz schön Hunger. Oh, wir sind voll mit Schwefel. Nehmen wir an, craften können wir nur. Oder können wir hier auch craften? Nicht genug Material, okay. Sammy, gehst du mal woanders hin? Da das noch reingehen? Sammy. Okay, geht's nicht? Sammy.
Gut, da können wir hoch. Du zuerst. Na gut. Die kommen nicht hier hoch. Dann ist ja gut, wa? Okay, ich sehe, was wir tun müssen. Aber wir brauchen Dinge. Gut, wir gehen gleichzeitig. Hier war nichts mehr, ne? Da kann man noch. Da. Steinsche. Und hier ist nix. Folge mir. Ja. Ja. Jetzt. Viel zu laut. Aber Dali. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Ich bin wirklich laut. Nervig. Warte mal, da habe ich beides eingesammelt. Ja, okay. Also das können wir machen. Tasche bietet Platz für 12 Materialien einer Art. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da fehlt uns noch einiges. Ich mache uns einfach mal eine größere Tasche. Scheiß drauf. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Keine Ratten. Oh nein! Nein! Das Licht! Schnell ins Licht! Sind wir nicht im Licht? Ich sehe keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Oh, okay. Warte, wir müssen gucken. Wir müssen gleich darüber. Wir können da wieder was abwerfen. Ja, ja, chillt. Die Ratten, sie fressen das Fleisch. Das könnte funktionieren. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit. Das nehmen wir uns. Das nehmen wir uns. Nolan Leroy. Leroy. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Da, die drei Heiligen. Da, wir nähern uns dem Ausgang. Auf eine sehr komplizierte Art und Weise nähern wir uns dem Ausgang. Was okay? Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Gut. Okay, wir haben hier eine Lichtquelle. Über die Tische, wirklich? Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen... Keine Ahnung. Nicht runterfallen, nicht runterfallen! Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Ah ja. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Nee, das ist kein Horrorgame. Hä? Warum geht das nicht? Wiederholt. Hm. Oh. Ist das schwer? Hugo, beeil dich. Na los. Nein. Geht's dir gut? Ja, bleib wo du bist.
ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Ach so, ganz toll, kleiner Junge. Du kannst richtig gut gehen. Oh Gott. Dino, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Okay, was soll er da? Geht nur weg. Schnell jetzt! Okay, warte mal. Da gibt es Sachen. Da gehen wir erst rein. Scheiß auf Hugo. Dem geht's schon gut. Ein bisschen gucken, wie viel Zeit wir hier genau haben. Kusch, kusch. Ich denke, wir können das da drüben entzünden. Her, ne? So. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Warte, ich habe etwas für dich. Perfekt, danke. Ja, also wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Also nicht spoilern. Ah, sie geht aber auch so langsam. Gut, du kannst jetzt runterkommen. Oh, nein, ich wollte eigentlich da. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Ich möchte mal da oben noch mal gucken kurz. Hier. Natürlich. Das habe ich schon mal gesehen. Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Oi. Mist, ich habe den Dialog unterbrochen. Kreuzritter Tappert. Tappert? Der letzte große Kreuzzug liegt schon ein Jahrhundert zurück und die Kirche sieht sich neuen Gefahren ausgesetzt. Krankheit, Hungersnöte, Krieg. Das Elend treibt die Menschen in die Arme des Glaubens. Dieser Bedarf an Spiritualität, der den vielen Toten zuzuschreiben ist, zwingt den Klerus dazu, in aller Eile neue Priester auszubilden. Aber einige Leute suchen auch weiterhin ihr Heil im Heidentum, Aberglauben und bei andersdenkenden Ordensvereinigungen. Okay. Ich glaube, wir haben schon eine Sache übersehen. Schade. Nice.
Ich gehe zuerst. Okay. Meint ihr, da liegt noch irgendwo was rum? Ich glaube nicht, oder? Da. Ein Läppchen. Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Können wir das, ja? Okay, wir haben eine Werkbank. Das ist schön. Bringt die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Das ist natürlich auch geil, ne? Das war gerade bei dem Ding schon ein bisschen nervig. Hat die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder vorholt und lädt. Würde, glaube ich, einfach mal auf Position gehen. Was ist hier? Das ist nur das? Okay. Den Geschosse, ja, und ich gehe auf das da. Das sieht schon viel besser aus. Schön. Dann gehen wir weiter. Ich werde dir helfen. Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Ja, warte. Da hinten ist die nächste Fackel. Ich weiß es nicht. Was auch immer, es ist verdammt eklig. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Ich finde, wir sollten das ganze Gebäude einfach verbrennen. Und ich wünschte wirklich, sie würde schneller gehen. Amicia, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Okay, aber sonst ist hier nichts, ne? Da drüben, Licht, wir haben es geschafft. Wir sind da, Igo. Ich glaube, wir können jetzt nochmal rennen, oder? Nein! Ja. Hugo. Sie soll zurückkommen.